Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tinas Home and Garden. Mein Name ist Tina Ullmann und ich zeige euch heute nochmal eine kleine Osterinspiration mit einem Osternestchen, Straußenei, Hornfeilchen und meiner Glasvase. Und alle, die mich kennen und mir auch schon länger auf Instagram folgen, die wissen, ich liebe Glasvasen und diesmal brauchen wir auch, na, wo ist sie denn jetzt? Eine Lichterkette. Die gehört für mich einfach immer dazu, die kann man Sommer wie Winter immer verwenden und diesmal gibt es auch eben wieder eine Lichterkette. So, dann würde ich sagen, starten wir wieder. Ja, ich würde sagen, ich fange wieder mit dem Moos an. Damit das Ei einfach richtig sitzt, werde ich unten, habe ich hier mein Moos, werde ich unten ein bisschen Moos reinlegen. Genau, dass da einfach ein bisschen schön dann hier in der Mitte am besten so eine kleine Ausbuchtung machen. So, dann kann man das Moos auch schön zur Seite schieben. So, dann habe ich hier mein Straußenei. Das passt farblich, finde ich, einfach am besten. Dieses Eierschalfarbene und diese eierschalfarbenen Hornfeilchen. Ich nehme es jetzt am besten so, weil nicht, dass es mir so reinfällt. Also nehme ich es vorsichtig so und drehe es jetzt hier innen drin um. So, jetzt könnt ihr das da schön platzieren. Jetzt steht es hier auch schön. Das war jetzt mal Nummer 1 für unser Osternest. Und jetzt geht's weiter. Ja, ich habe hier diesen wunderschönen Korb. Ich finde den sehr schön mit diesen Henkeln. Gibt es übrigens alles wieder bei der Sandra im Online-Shop. Und wenn ihr mal Fragen habt, schreibt es einfach direkt an. Die kann euch bestimmt weiterhelfen. Ich möchte jetzt hier, wie gesagt, Hornfeilchen wieder nehmen. Die Hornfeilchen sind richtig schön beständig. Die gehen nicht so schnell kaputt. Und deshalb nehme ich die jetzt wieder. Ich habe jetzt auch nicht zu viele für diesen Korb, weil, die ja noch richtig buschig aufgehen. Also man sollte die wirklich so ein bisschen ja, mäßiger verwenden, weil wie gesagt, die werden sich noch ziemlich ausbreiten. Aber ich werde euch dann auch immer wieder das Ergebnis nach ein paar Wochen zeigen. So, die Erde haben wir jetzt drin. Als nächstes würde ich jetzt eben das Glas nehmen, das ein bisschen so mittig platzieren. Genau. So, jetzt habt ihr das Glas, die Erde außenrum und jetzt kommen die Hornfeilchen. Ja, dann nehmen wir die Hornfeilchen. Ein Tipp, ich gieße die schon immer, bevor ich die eigentlich dann einpflanze oder wo ein, ja, hier in so einen Topf reinmache, da gieße ich die immer schon gut durch. Schön andrücken wieder. Dann sind die nämlich schon schön gewässert. So, dann lasst ihr einfach so ein bisschen so einen Abstand, einen kleinen. Weil, wie gesagt, die gehen auch nochmal relativ auf diese Hornfeilchen, also die werden noch buschiger. So, und dann machen wir hier wieder ein bisschen Platz. Schön reindrücken. Die vertragen was, also die halten was aus. Ihr dürft ja ruhig reindrücken. So, immer ein bisschen so im Abstand. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr das Glas eben vorher schon reinmacht. Ja, weil sonst ist es schwierig, dass man das dann eben nochmal reinkriegt. So, ich meine, ihr könnt natürlich jegliche Farbe verwenden. Ich habe halt jetzt für mich diese gelb-beigen genommen und finde die eigentlich sehr österlich. So, hier haben wir noch ein bisschen Erde, die mache ich jetzt hier gleich rüber, dass das alles schön ausgefüllt ist, da auch bei den Hornfeilchen. So, und da kommt auch schon das Letzte. Das machen wir hier hinten noch rein. Ja, und wenn ihr jetzt seht, okay, das passt jetzt nicht vom Abstand, wie bei mir zum Beispiel, dann kann ich ja das hier jetzt nochmal ein bisschen rüberziehen. Das ist ja kein Thema. Und hier nochmal ein bisschen versetzen. So, und dann passt es schon. Ja, und jetzt einfach nur noch den Rest schön mit Erde auffüllen. Und dann passt es. Jetzt mache ich mir nur meine Hände sauber und dann geht es schon weiter. Ja, jetzt haben wir die Hornfeilchen hier drin. Ich würde jetzt noch sagen, das muss jeder selber wissen, ich mache mir hier jetzt überall noch, dass ich die Erde hier ein bisschen mit Moos abdecke. Schaut einfach schöner aus und ist österlicher einfach jetzt mit dem Moos und hat auch nochmal so ein bisschen so eine ja, Schutzfunktion, auch für die kleinen Wurzeln von den, von den Hornfeilchen. Da ist es einfach schön abgedeckt und wirkt einfach immer schöner, wie wenn ich es einfach rein die Erde da habe. Ja, mein Osternest steht übrigens überdacht. Also ich habe jetzt hier keine Löcher reingemacht in diese Folie. Wenn ihr das allerdings, was natürlich blöd ist mit dem Glas, rausstellt, wo es nicht überdacht ist, ist natürlich ein bisschen blöd, dann würde ich auf jeden Fall Löcher in die Folie machen. Ich habe meins jetzt hier dann am Tisch stehen
Und gießt die auch wieder mäßig. Man kann das ja immer so ein bisschen steuern. Da müsst ihr auch nicht unbedingt jetzt Löcher zum Ablaufen reinmachen. Und das könnt ihr ja steuern. Wie gesagt, immer ein bisschen mäßig schauen, wenn sie die Flügel hängen lassen, dann schön wieder gießen. Und deshalb braucht ihr jetzt nicht unbedingt Löcher reinschneiden.